Der Probenprozess für mich war eher ungewöhnlich. Wir hatten viel Raum zum Ausprobieren, auch für Fehler machen. Und ich fand, dass alles auch viel langsamer lief und ich öfters in mir so diese Ungeduld verspürte, weil ich wollte gleich Ergebnis haben. Ja, weil man muss immer im Theater zack, 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 schnell sein, schnell liefern. Und bei dieser Produktion war das nicht der Fall. Fand ich eigentlich voll angenehm. Ich fand's, ich bin es natürlich mehr gewöhnt, dass wir mehr Zeit haben, mehr akribischer, also mehr genauer, bin ich natürlich gewohnt. Aber dadurch, dass wir hier angekommen sind und mit den Grips-Schauspielern gespielt haben, habe ich auch immer mehr gespürt, wie auch der Anspruch an die, bei den Grips-Schauspielern ganz anderer ist als bei uns vielleicht. Nicht Anspruch, das falsche Wort. Ich hatte es, die sind ganz anderen Modus gewöhnt. Und deshalb war dadurch vielleicht sogar unsere Proben, würde ich sagen, ist es noch mal ein bisschen anstrengender gewesen, als wenn wir es jetzt bei Peak war, eine Produktion haben. Ja, ich hoffe, vielleicht sieht man es ja beim Endresultat. Mal sehen. Also für mich war anders, dass wir fast gar keinen Text hatten und ich bin das gewohnt, gleich viel, viel Text lernen und hier war die Arbeit auf der körperlichen Ebene, was für mich ein neuer Experience war, im Sinne, das Stück basiert auf körperlicher Arbeit. Das ist genau. Und nicht auf einer Geschichte. So. Das ist lustig, weil wir für uns, also oder ich besser gesagt bei Teague war, machen wir eher Stücke mit wenig Text, also mit, auch mit Text, aber mit nicht ganz so viel Texten. Und bei uns hier habe ich endlich meinen, ich sag mal, großen Wunsch in Erfüllung gegangen, dass ich mit deutlich mehr Texten arbeiten kann, weil ich gerne viel rede und darum würde ich sagen, genau. Das, was bei dir im Grunde weniger geworden ist, bei dieser ist bei uns eher mehr geworden. Also ja, meiner. Das war auch mein Wunsch, ein bisschen weniger Text zu haben. Ja. Willst du das auf 3, 2, 1 sagen? Okay, und gleichzeitig? Ja. Okay. 3, 2, 1. Improvisationen! Genau. Wir hatten die ganze Freiheit aller Welt und wir konnten so viel Quatsch machen und das hat so viel Spaß gemacht. Und das hat mich auch auf schauspielerischer Ebene so befreit. Ich hatte es noch bei keiner Produktion hier am Grips-Theater erlebt. Das war was sehr Besonderes für mich. Ja, was ich liebe an Improvisation ist aber auch einfach, und das ist bei Teague war aber auch häufig so, dass wir aus improvisierten Szenen das Stück entwickelt haben. Und das hat so viel Spaß gemacht, Texte im Grunde zu sagen und Texte, die dann mit ins Stück eingeflossen sind. Da ist ja ganz viel Material entstanden aus Improvisation und ja, ist ganz toll geworden. Ja, also wir sehen uns dann bei der Premiere. Yeah. Viel Spaß.